Hallo Freunde, schönen guten Tag zusammen. Es ist Freitag und wir wollen heute mal mit dem Broker Pocket Option und links haben wir die Signale aus dem Signalpaket M2, M5, M15. Wollen wir mal ein paar Trades machen. Da gab es bisher noch, glaube ich, noch kein Video in der neuesten Zeit dazu. Deswegen werden wir das mal kurz erklären. Hier haben wir den Kanal, der ist bestückt mit, wir brauchen hier nur hier draufklicken, schon kommen auf die Website, ist aber auch wunderwohl. Trading-Signale. Hier die ganz normalen M2, M5, M15. Könnt ihr bei jedem Broker traden. Egal ob Close Option, Pocket Option oder eine der anderen tausenden von Binary Brokers, die es gibt. Ihr habt hier aktuell, da können wir natürlich drüber diskutieren, ne? Wurde das ja auf Close Option, das war ja jetzt so der neue Broker, den wir mal so getestet haben, wo wir auch mal so eine kleine Aktion gemacht haben mit. Haben wir die Assets genommen, die Close Option als über 70% zur Hauptzeit deklariert hat. Die haben wir genommen, das sind 6 Stück. In 3 Zeiteinheiten gibt 18 Konstellationen. Ja. Die Sache ist natürlich... Kurz Pause. So, wird mir immer angeschrieben, das ist ja wahrscheinlich, hier seht ihr das gar nicht unter dem... unter der Webcam-Einblendung, da kommt dann immer hier WhatsApp und schiebt mir dann hier Nachrichten rein. Gut, auf jeden Fall, wir können darüber diskutieren, ob wir noch mehr hinzunehmen, wenn ja sowieso die Masse, so wie es aussieht, ja, das Close Option war jetzt mal so ein, naja, es hat nicht so richtig irgendwie, ich habe auch kaum Feedback bekommen. Gut, es ist ein schöner Broker, also ich werde dort auch traden, aber ich habe ja auch noch andere, deshalb muss man ja irgendwo auch mal sagen, ne? Ich denke aber, Close Option wird es wahrscheinlich dann im Laufe des Jahres, dass man noch jung ist, heute ist ja gerade mal der 1.3. Als Broker, ich habe da schon die Logins auf dem Handy, ja, dass man da auch Trades nach Signalen abgeben kann. Ja? Kein Problem, weil ich habe den Vorteil, muss ich sagen, bei Close Option, dass ich durchgängig, zum Beispiel der Euro-Dollar ist den ganzen Tag auf 80%. Ja, bei Pocket Option kann es sein, dass er mal 47 ist, dann ist er 83, dann ist er wieder 62, also das weiß man nie. Ja? Da muss man halt immer gucken. Er kann natürlich auch, wenn ich in einer Martingale-Stufe hänge, kann es natürlich auch sein, dass das Ding fällt in der Rendite. Dass wir am Anfang gedreht haben mit 88 und nachher sind wir nur bei 63. Das haben wir bei Close Option nicht. Der wechselt natürlich Tag, Nacht, wechselt der auch mal. Ne? Aber wir haben dann hier die ganzen Dinge über 70 bis 82% fest. Wenn ihr auch nur ein Standardkonto habt, wenn ihr ab 1000 Dollar investiert, bekommt ihr noch 1% drauf und da gibt es auch mehrere so Stufen. Muss man mal genau gucken. Ich habe da bis jetzt ja auch nur ein kleines Konto und ja, wir machen das jetzt auf Pocket. Kein Problem. Auch hier können wir dann sagen, hey, wir wollen hier noch 5, 6 Assets weitere haben oder andere. Reden, kommunizieren. Telegram ist ein Chat-Tool und nicht ein, ich sitze da und lese nur mit, ja. Weil da gibt es im Moment dann weniger zu lesen. Hier haben wir jetzt Signale, hier haben wir auch das Go. Ja? Das haben wir hier jetzt noch in der Form von einer Message. Im Vergleich zu denen bei der anderen Abo, da haben wir das ja bei den OTCs als Bild. Ja? Wenn hier auch natürlich Schmu betrieben werden sollte, wie mit dem OTC, ja, dann müssen wir das auch auf Bild umstellen. Gut, jetzt gehen wir noch mal kurz hier drauf ein, wenn wir schon mal jetzt am Quatschen sind. Wir haben hier welche Signalstärke, also 3 von 4 Alarm. Ja, das heißt, wir haben hier von 4 Indikatoren, die es Maximum gibt, haben wir 3 im Alarmbereich. Der andere wäre jetzt ein 4 von 4 Signal oder 1, 2, 3, 4, so heißt es, dann sind alle dabei. Asset, Timeframe, Richtung. Hier ist nochmal die Preisangabe. Die Uhrzeit, wann das Signal generiert wurde. Der Currency Strange Wert, also die Stärke der Trendrichtung. Ja, das heißt, wir haben hier einen leichten Abwärtstrend. Ja. Ich meine, der kommt ja von hier oben auch. Das heißt, wir sind im Grunde negativ gerichtet. Ja. Und haben hier einen Abstand zum nächsten Pivot von 7 Pip. Ja. Hier haben wir die Website. Und hier drunter die statistischen Daten, die werden eingespielt. Ja. Das bedeutet, wir gehen ja, also ist eine Empfehlung, ja?
Wir machen den Start-Trade und zwei Martingale-Steps. Also insgesamt drei Trades. Das heißt, wir haben hier über 90, machen wir hier die Flamme hin. Hier sehen wir, haben wir 87% der Trades wurden gewonnen mit Trade 1, 2, 3. Und hier haben wir über 90, da kommt immer noch die Flamme dabei. Ist nochmal so ein optisches, okay, kann man schnell entdecken, wenn man auf dem Handy irgendwie guckt. Ne? Ist er schnell auf der Arbeit, auf dem Klo. Ah, da ist eine Flamme dabei, dann weiß ich, ist über 90. Ja? Bedeutet, wir haben hier eine Trefferwahrscheinlichkeit, dass wir mit der Serie treffen von über 90% oder 90 plus. Und ja, den letzten, na, das ist halt schon kritisch, wenn man den auch noch macht. Kann man machen, ne? Kann man machen. Aber wenn, ne, ihr habt ja dann auch 7% die Wahrscheinlichkeit, dass ihr 20% eures Kontos verliert. Ja, wenn wir mal von der 1%-Regel ausgehen. Ne? Also, weil hier setzen wir 8% und dann kommen wir hier drauf ungefähr mit 20%. Ja. Ist mir zu viel, muss ich sagen. Ja. Wenn, dann lasse ich lieber mal eine Serie, die dann ja, nicht funktioniert hat, stehen. Ja. Beziehungsweise macht die dann durch entweder mehr Trades oder durch Erhöhen des Startbetrages, ja, der Serie wieder hole ich die raus. Natürlich auch nicht in einem Tag direkt, sondern dann macht man jeden Tag einen Trade mehr, dann hat man das in einer Woche wieder raus. Ne? Und hier ist halt viel, ne? Aber das wissen wir ja schon alles. Haben wir schon tausendmal besprochen. Könnt ihr machen, wenn ihr 100.000 Euro Konto habt und tradet mit 20ern, könnt ihr auch den vierten oder den fünften machen. Ja? Den ist natürlich jetzt hier nicht mehr aufgerechnet. Aber also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit hier liegt schon bei über 90%, dass man das trifft. Ja? Und traden ist halt nun mal eine Spekulation auf eine Wahrscheinlichkeit. Und damit sind wir schon gut dabei. So. Abschließend nochmal zu sagen, das bezieht sich natürlich auf das Asset in dem Timeframe zur aktuellen Stunde. Also jetzt geht es um eine Auswertung von, in diesem Beispiel jetzt um Dollar Cut M2 in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr, was dort passiert ist. So ist das gekühlt. Nicht auf den Tag oder auf alle Zeiteinheiten, sondern Währungspaar, Timeframe und die aktuelle Stunde. So, habe ich noch Fransen im Mund? Ja, dann gehen wir einfach mal zum Broker. Ja. So, ich habe hier unten noch meinen tollen Oszillator. Ich finde die Besetzung einfach wunderschön. Toller, ist eine awesome Oszillator. Ja, den habe ich da manchmal mitlaufen, wenn ich da über Pocket, über die Website selber habe ich jetzt mal ein paar Tests gemacht, auch mit kleineren Zeiteinheiten. War der ganz gut. Ja. Können wir ja mal machen, ein eigenes Video, wenn es interessiert, dann schreibt es in die Kommentare, wenn es jemand interessiert. Wenn sich fünf Leute melden, dann machen wir das mal. Gut, hier oben habe ich jetzt am Anfang die sechs, bevor wir hier mit OTC starten, die sechs Assets, die wir hier auch drin haben. Ihr seht, wir haben hier bis 91%, aber auch 62%, ne? Da wissen wir schon genau, ja, 43% sogar. Ne? Die haben aktuell keine Relevanz für uns. Ja? Also ich würde sagen, also das so 70 ist mal so die Grenze. Wenn dann einer mal 69 ist und wir haben gerade ein Bombensignal, nehmen wir das auch mal mit. Oder 68, da muss man halt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Ja. Und aber generell ist so 70 meine Grenze. Und ich sage hier drunter, dann lasse ich sie mal laufen. Und ja. Ansonsten machen wir den Rechner auf. Ne. Den habe ich jetzt noch nicht offen, den tue ich jetzt gleich, wenn ich Pause drücke. Öffnen, ihr kennt den, dann müssen wir ihn eingeben, genau welche Rendite wir haben. Ja. Hier gehen wir ja nicht nur mit den, dass wir sagen, alles 92 und manchmal nur 90 oder so, sondern hier haben wir wirklich ganz krasse Sprünge drin. Ja? Von 75 auf 91, ja, das sind schon 75, 85 sind 10 und nochmal 6 sind 16% Unterschied. Ja? Das ist schon eine ganze Menge. Gut, dann bin ich auf Pause, öffne nochmal den Kalkulator und wenn ein Signal kommt, bin ich wieder da. Bis gleich. So, dann wollen wir nochmal kurz. Ich habe auch jetzt hier die Variante, ich kann wieder alles editieren. Das war ja im letzten Video. Ich sehe jetzt die 4.1, ja. So dass ich wieder alles freischalten kann. Das Passwort habe ich nicht mehr gewusst. Ja. Ich habe einfach das komplett in ein neues Dokument alles reinkopiert mit den ganzen Formeln und habe es abgespeichert und gut ist, ja. Mit einem Passwort, was ich auch weiß, ja. Das ist immer so mein ja, Passwort, was ich ganz gerne nutze für einfache Sachen, die jetzt keinen großen, hohen Schutz brauchen. Aber es ist schön, wenn man hier aus Versehen tippen will und dann sagt er nicht, weil dann sonst ist die ganze Formel überschrieben. Dann wundern sich Leute, warum funktioniert hier nichts mehr? So ist es immer geschützt und das ist auch gut. Das passiert nämlich mal rucki-zucki. Jetzt stellen wir das mal ein. Also wir starten hier mit 50 Stacken. Ne? Wir haben eine Rendite, geben wir jetzt einfach mal ein. Die müssen wir umstellen. Ja? Fangen wir mal an mit, gehen wir mal 80 rein. Ne? Und hier,
das, wie wir es dann uns aufbauen. Also vierten Trade, den mache ich ja generell nicht. Ja, wir machen hier 1, 2, 3 Starttrades und 2 Martingale-Stufen und die nehmen wir mit 100% und also 100% von dem Einsatz, den wir hier vorne nehmen. Ja. Da werden wir nicht also den Gewinn dann reduzieren. Seht ihr hier, 50 haben wir, 40 haben wir Einsatz. Wenn wir hier sagen würden, wir nehmen nur 75, dann geht das natürlich runter. Ja, um 3/4. Das kennt ihr. Ich schiebe es auf einen Monitor. Ihr wisst Bescheid, wo dann die Daten herkommen, wenn wir so schnell ergänzen. So, jetzt habe ich schon 10 Minuten gelabert, aber das musste mal sein, die Einführung für das Signalpaket. Gerne im Onlineshop Bupa. Ja, hier auf der Website. Links natürlich unten im Linktree könnt ihr einfach gehen auf die Website Shop-Link. Also wer den Link silveronetrading.de mittlerweile nicht findet, dem schreibe ich sogar noch einen Brief, wenn er möchte. Ja. Hier könnt ihr die Zeiteinheit auswählen. 3 Monate für 60 Euro ist ein Zwanni pro Monat. Kein Einsatz, oder? Was ist los, ey? 20 Euro, ja, das verfresst ihr allein schon an einem Tag im McDonald's. Und ja, je höher man bucht natürlich, desto günstiger wird es. Normalerweise wären es dann hier für 6 Monate 120, ne? Sind es dann nur 100, ne? Ist auch kein Einsatz. 100 Euro für ein halbes Jahr, für ein halbes Jahr, ein halbes Jahr. Ja. Wisst ihr, wie lang das ist? Das sind 6 Monate. Ja. Oder 175 dann, ja, anstatt 240 fürs ganze Jahr. Ja. Das kann man sich eigentlich mal nebenbei gönnen, ja, weil wir hier auch schöne Trades drin haben. Gerade bei Euro-Dollar, Pfund-Dollar, das ist wirklich auch M15, M5, auch kleine Dinger. Ja. Da muss man ein bisschen gucken nach News und Börsenöffnungen und so. Und dass man nicht dann um 23:49 Uhr noch einen Trade macht, weil da muss man halt gucken, so ein bisschen, ne? Mit Wirtschaftsnews und Börsenöffnungen. Aber das habt ihr ja alles intus. Das wisst ihr ja alles schon seit, ja, von früher halt, ne? Wo es noch kein OTC groß zum Traden gab. Gut. Jetzt halte ich die Gosch. Ich muss mal kurz in die Küche und bin gleich wieder da. Und dann denke ich mal, haben wir auch ein tradebares Signal. So, natürlich, gerade wo ich einen Kaffee mache, haben wir ein Signal bekommen. Zwei sogar. Einmal im Euro-Dollar M2, einmal im Pfund-Dollar M2. Der läuft aber aktuell in die Gegenrichtung. Das bedeutet, wir steigen dann mit unserem Starttrade zur ersten Erhöhung ein. Wenn er natürlich so bleibt. Ne? Wir gehen 2 Minuten, M2 natürlich. Wir gehen immer so lang, wie es hier die Zeiteinheit vorgibt. Das ist ja nichts Neues. Ne? Wir haben noch den Pfund-Dollar. Gucken wir uns den nochmal schnell an. Ähnliches Szenario. Bleiben wir beim Euro-Dollar, wenn wir es können, weil wir hier die 91er Rendite haben. Ne? Mega. So. Muss natürlich grün schließen, das ist klar. Hier gucke ich auf die Uhr. 2, 1, zack. Sind wir rein. Euro-Dollar nach unten. Dieses Signal von diesem Chartbild, das hier ist ja quasi M2. Ja. Und wir sehen hier diese erste grüne Kerze, die so rausgeschossen ist. Das war hier die. Die ja hier auf dem Zipfel die Höhe ungefähr hat. Ja, hier die Kerze, das war ja 34 bis 36. Da sind wir nicht rein, das haben wir laufen lassen und sind hier in der nächsten drin. Und hoffen mal, dass das alles schön funze nuckelt. So, dann nehmen wir hier die 91. Und da haben wir, bleiben wir bei unseren 105. Das ändert sich dann auch nicht, wenn wir 91, 92, whatever als Rendite haben. Ich mache erstmal meinen Kaffee. Und dann gucken wir mal zu. Muss so sein, ey. Steht man einmal da, ja, am Wasserkocher, fängt sie an zu dingeln. So. Eigentlich eine gute Situation. Wir haben hier einen Hochpunkt, dass er hier, klar, hat in der Kerze schon mal gedreht, ja. Aber die Chancen sind gut. Wir haben auch hier eine Trefferquote von 95. Das heißt, wir gehen hier die 3, ja. Das heißt, wir haben nur eine Wahrscheinlichkeit von 3%, dass wir den Trade nicht gewinnen. Weil wir den ersten ausgesetzt haben. Wir sind ja, das ist jetzt unser erster Trade mit einer 82%igen Wahrscheinlichkeit, dass wir hier die Serie gewinnen. Ansonsten haben wir hier 95 und 97. Nur 3% der Trades, Entschuldigung, sind jemals aus dem Ruder gelaufen. Zack, und die haben wir gewonnen. Ihr merkt immer noch, ich habe noch Stimmen. Es ist nicht Nase. Ja, Nase ist alles frei. Es ist Hals, Stimmbänder.
einen Schal anziehen. Wir haben es noch kalt. Wir haben es hier noch kalt. Wir haben hier nachts haben wir hier einstellige Temperaturen. Ja, also auch so draußen sollte man nicht rumlaufen hier, wie so halbnackt, ne? Nix gut, diese. Aber ich habe ja Halsbonbons. So. Dann gucken wir mal, was der Fund gemacht hat. Der hat noch nicht gedreht. Da könnten wir theoretisch hier noch reingehen. Ja? Da wären wir auch zu einem höheren Einstieg drin. So. Den haben wir jetzt genommen von 38 im Grunde bis 40. Ja? Da hatten wir auch das Signal und da sind wir jetzt auch erst zu einem viel, viel höheren eingestiegen. Und zwar hier. Hier sind wir erst eingestiegen. Ja, das heißt, wir haben sogar quasi theoretisch nach Statistik, die würden wir hier noch die fünfte Erhöhung treten. Wir sind also jetzt drin zur dritten. Ne? Oh ja, aber ich jetzt ganz irre, bevor ich jetzt Blödsinn rede. Nee, das stimmt schon so. Eins, zwei, drei. Hier gab es wieder einen Namen. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir 1, 2, 3 ausgesetzt. Wir sind zur dritten drin. Ja. Also wir haben jetzt eine 94, 99 wahrscheinlich, 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, den Trade zu gewinnen. Hier haben wir natürlich eine andere Rendite. 85, dann gehen wir sehr weit. Zack, zack. 85 haben wir 109. Hier auch springt er immer weiter, nur bei 5 Sekunden vorher. Ach, komm runter. Nein, hat er nicht gemacht. Müssen wir nochmal rein. Aber wir haben ja hier unsere jetzt 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir den gewinnen. Und ja, gehe ich mal auf Pause. Wir haben schon so lange das Video und kommen zum Ablauf wieder. So, der Pfund Dollar, der will noch nicht. So, jetzt muss er. Muss er. Ja, mach noch ein Mätzchen ruhig. Wir haben auch noch ein Signal bekommen im Out-Dollar. Haben wir jetzt eine 80er Rendite. Der hat sich langsam hochgehangelt hier von der Rendite. Könnt ihr ja mal gucken. Vor Pause, nach Pause. Der war manchmal 74 eben. Ist M5. Das bedeutet, wir traden dann um 12:45 Uhr. Ja? Wenn das Signal dann noch hot ist und das Go dann kommt. Können wir uns mal angucken. Dann müssen wir natürlich hier auf M5 stellen, um eine aussagekräftige Kerze zu haben, aber sieht doch soweit noch okay aus. Und würde ich einfach behaupten, stellen Sie mal universal auf M1. Und dann können wir zur Not den Pfund Dollar, wenn wir eh nicht mehr beackern, falls er als Lost durchläuft, dann ist es halt Lost. Stellen wir hier um. 45 bis 50 stellen wir dann, ne? Warten aber aufs Go. Na komm, Pfund Dollar, jetzt mach mal keinen Geschiss hier, ey. Also mit dem M1-Kerzen noch hier, das ist ja global. Ich hasse das WhatsApp. Ich muss das irgendwie mal stumm schalten, wenn ich hier machen bin. So, egal wie der ausgeht, den nehmen wir mit, wenn wir hier das Go bekommen. Das kommt dann auch bei 44,50. Oder ab 44,50. So, der ist gewonnen gewesen. Mehr Herzschlag, als man eigentlich haben will, ja. Aber man muss überdenken, es ist auch Freitag, es ist Mittagszeit, ja. Das ist halt das, was man bei dem regulären Markt immer mit im Hinterkopf haben muss, ja. Das ist nicht so wie bei Pocket mit OTC, dass man einfach sagen kann, oh, es ist jederzeit gleich. Aber ihr könnt es auch ein bisschen abschätzen, wann es gut läuft, wann es schlechter läuft, ne? Also gute Zeiten sind natürlich dann immer, was ich, 9:15 Uhr, ja, bis um 12 Uhr und dann von 14 Uhr bis 19 Uhr, so, das sind eigentlich so die guten Hauptschlagzeiten. Und ja, also
Früher haben wir das nur getradet. Fragt mal die alten Leute. Ja? Also nicht die alten Leute vom Alter her, sondern vom biologischen Alter her, wie ich zum Beispiel auch. Ja? Sondern die jetzt schon seit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren dabei sind. Ja? Das war damals Brot und Butter. Das gab es gar nicht alles anderes. Ja? Ganz normaler Markt. Hier wurde immer getradet. Ja? Und das hat sich dann halt erst mit Pocket und dem OTC, den hohen Renditen und der auch Wochenendverfügbarkeit und der dauerhaften Verfügbarkeit, und man braucht nicht auf verschiedene Komponenten achten, hat sich dann erst zu OTC so hingewandelt im Laufe der Jahre. Die Nachteile und Vorteile bei OTC, ja, macht ihr 10 gute Trades und auf einmal laufen drei aus dem Ruder komplett. Ne? Dann habt ihr dreimal das Ding quasi irgendwie ja, mit Martingale zu beackern. Hier haben wir kein Go bekommen, seht ihr, der Out hat sich unten bewegt, als ihr hingeguckt. Kein Go, ja, kein Trade. Und ne, ihr wisst halt da einfach nicht, der Trade kann mal morgens um 8 schlecht laufen, der kann auch mal sonntags. Und da ist es auch egal, ob da jetzt steht Out Cut oder Out Franco oder Dollar Yen oder Bitcoin ETF, dahinter liegt es einfach ein willkürlicher Chart des Brokers. Ja, bei OTC. Wie er sich nennt. Ne, der könnte sich auch nennen, was weiß ich was, roter Elefant und blauer Nasenbär. Ja. Es ist shit egal. Ja. Das hat nichts mit Outcut zu tun. Das OTC von Pocket Option ist ja nur auf dem Broker spezifisch. Das ist ja kein globales OTC. Das ist ja von dem Broker der OTC. Der nennt es halt Outcut, dass man irgendwie einen Bezug hat zu einer tradbaren, ja, zu einem tradbaren Asset. Ja. Auch jetzt mit diesem Bitcoin-ETF, der ist halt gerade überall, wie soll ich sagen, man hört es überall. Ja, überall Bitcoin-ETF, Bitcoin-Zulassung, USA und Robsa, ne, ist halt, wie sagt man, mal viel gesucht. Ja, ist halt famous. Ja. Und deshalb wurde der OTC, Bitcoin-ETF-OTC, dann auch eingeführt. Ja. Da hat nichts mit Bitcoin und nichts mit OTC zu tun. Nicht mit Bitcoin und nichts mit ETF zu tun, der OTC. Ja. Das muss man sich klar sein, ja, dass das willkürliche Charts sind, die der Broker stellt. Das hier sind Charts und Chartverläufe, ja, die sind so an der Börse. Punkt. Ja. Das wird ja hier parallel dargestellt. Ja. Ist wie mit diesen Parallellotterien, sage ich mal. Ne. Gibt ja, wenn ihr jetzt einen Lottoschein ausfüllt im Kiosk um die Ecke, ne, dann spielt ihr ja bei, was ich, Lotto NRW, Lotto Hessen, Lotto Bayern. Aber es gibt ja auch diese Parallellotterien, die basieren ja auf den gleichen Zahlen, die gezogen werden. Ja. Aber haben nichts mit dem Lostopf von der staatlichen Lotterie zu tun, so wie was ich, Lottoland oder Tipp 24 oder wie sie alle heißen, so diese ganzen. Ne? Die haben ihren eigenen Topf, die haben ihre eigenen, wie soll ich sagen, eigenes Business. Ja? Die sind nicht mit der staatlichen Lotterie verknüpft, aber die Ziehungen, die Gewinne basieren auf den Zahlen, die in der realen staatlichen Ziehungen ermittelt werden. Und hier ist es auch so. Ne? Hier die Kurse, Euro-Dollar, das ist so, wie der Euro-Dollar-Kurs läuft jetzt im Moment. Ja? Das hat nichts mit dem Broker zu tun. Das da irgendwie sagt, ach, und der Euro-Dollar-Kurs bei Pocket ist anders als der Euro-Dollar-Kurs bei IQ Option oder bei Spectre oder bei blablabla Broker. Ja? Close Option. Die sind immer gleich. Nur die OTCs, die sind brokerspezifisch. Ja? Das muss man sich nochmal so, ja? Wer das noch nicht so ganz durchgestiegen ist, nochmal verinnerlichen. Ja? Und ja, schön ist halt natürlich, ne, wenn man einfach den Pool hat und nutzt aus beiden Welten das Beste. Ja? Und dann kann man wirklich schön gemütlich traden. Das mit den Signalen ist auch am einfachsten, gerade für einen Neueinsteiger. Ihr kriegt eine Einladung per E-Mail, wenn die Bestellung vollzogen ist. Ja? Und dann bekommt ihr den Link für die Einladung. Kommt in die Gruppe rein, kriegt die Signale nach dem Go-Traden, ganz einfach. Ja. Mit den Systemen ist das immer so eine Sache, da müsst ihr davor sitzen, müsst ihr den Rechner haben und dann müsst ihr euch dann vielleicht selber zusenden. Oder ich weiß ja heutzutage, ja, die Welt besteht ja nur noch aus Arbeit, Arbeit, ja. Kommt man sonst gar nicht mehr dazu. Ja. Und ja, da sind Signale doch ein tolles Angebot. Also die Alternative ist natürlich mit dem System auf einem eigenen Server sich die Signale selber zusenden. Ja, geht auch. Könnt ihr euch auch so die Signale zusenden in MetaTrader auf dem Handy zum Beispiel. Ja, mit diesen Notifications oder per E-Mail. Alles möglich. Ja, ist halt nur ein riesen Aufwand, ja, als wenn man die Signale direkt einfach nimmt.
Gut, ja, was machen wir? Wa? Gehen wir noch auf Pause, gucken wir noch mal, dass wir einen noch kriegen und dann machen wir Schluss. Dann haben wir auch genug, ne? Dann sind wir schon bei 25 Minuten fast. Dann, jo, bis gleich. So, da haben wir wieder ein Signal. Ich habe ein paar, habe ich schon nicht mitbekommen, weil ich den Ton aus hatte. Und jetzt, ihr hört Bling, da bin ich jetzt woanders gerade gehighlightet. Aber ich habe den Ton hier eingestellt. Das war vorher auf dauerhaft dumm. Ja, toll, wenn ich nebenbei ja mit dem Excel rumspiele. Und ich gucke immer mal drauf, wenn nichts passiert, nichts passiert. Oh, Signale. Ja, jetzt haben wir auch ein Signal. 5 Minuten Trade. Da müssen wir jetzt mal zügig sein im Outlook. Den gehen wir mit. 3, 2, 1 und zack, gehen wir rein. Sind wir einen minimalen Tacken besser rein? Haben wir hier das Signal Outlook M5. Hatten wir heute schon mal gehabt, ne? M5. Und da gab es aber kein Go. Hier haben wir das Go bekommen für nach oben. Wir gehen rein. Hier haben wir sogar die Flamme. Und ja, hier haben wir jetzt das Folgesignal. Lassen wir laufen, ne? Ich will aber sagen, ich gehe auf Pause, weil wir sind schon sehr lang mit dem Video und gucken uns dann an, wie es ausgegangen ist. Beziehungsweise, falls wir einen Martingale-Step oder zwei zugeben müssten, haben wir hier die 84, die tragen wir ein. Würden 110 nehmen. 110. Und wenn sich's ändert, dann passe ich das einfach an. In diesem Sinne komme ich dann so 30 Sekunden vor Ablauf wieder. Okay, bis gleich. So, 29 Sekunden noch. Der sieht doch gut aus. Noch sieht er gut aus. Man soll es nicht beschreien. Ja, aber von der Situation her haben wir ja auch hier diese Bewegung nach oben. Hier nicht nach unten. Langer dort nach oben. Hier ist er wieder in dem Bereich drin. Hoffen wir, dass er hier schön sich noch nach oben in den letzten 10 Sekunden bildet. Oder auf jeden Fall so, dass wir wenigstens Gewinner haben. Ansonsten müssen wir nämlich hier, ich habe es jetzt nicht auf M5 Auto, sondern auf manuell. Haben wir geschlossen. Im Geld. Ja. Das war 396, jetzt ist es 438. Das Pop-up hat irgendwie gefehlt, aber c'est la vie. Den haben wir gewonnen. Ich mache jetzt Schluss. Das Video ging lang genug. Wir haben heute mit den neuen Signalen oder dem neuen Signalpaket M2, M5, M15 getradet. Ich habe euch nochmal die Unterschiede gezeigt, auch zu OTC. Ich habe euch nochmal gezeigt, was wir hier haben, was wir hier machen, wo ihr es bekommen könnt, was hier drin ist. Wir haben damit getradet. Wenn ihr Interesse habt, schreibt unter das Video, schreibt in Telegram, dass wir das Paket vielleicht noch erweitern mit Assets. Kein Problem, habe ich damit. Ja. Also die Performance vom Server ist noch nicht an der Auslastungsgrenze, da können wir also ruhig noch was dabei packen. Das ist jetzt auf Close Option gebrandet damals. Gut gedacht, aber Close Option hat leider in der Community nicht gezündet, so richtig. Und ja, da macht es auch keinen Sinn, darauf denke ich mal weiterhin das zu branden. Aber ja, lasst uns drüber diskutieren, wenn ihr da was anderes haben wollt. Ansonsten schweigen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir hören uns dann einfach wieder nächste Woche. Ich mache jetzt Wochenende und ich wünsche euch was. Adios.